بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemand, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Meine geehrten Geschwister im Islam, inshallah wollte ich in ein paar Minuten live gehen, um über eine sehr, sehr schöne Sache zu sprechen. Über eine Sache, die uns der Monat, Ramadan gewährt, die uns den Monat Ramadan lehrt, indem man diese Sache lernt oder indem man Ramadan richtig praktiziert, kann man diese Eigenschaft lernen, die Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Eine Eigenschaft, die Allah liebt. Und Allah liebt diejenigen, die diese Eigenschaft haben. So wie Allah subhanahu wa ta'ala das sagt im Koran. Und zwar ist das, liebe Geschwister, weil Ramadan ist eine Schule. Und heute reden wir inshallah über das Thema Geduld. Über das Thema Geduld. Warum? Weil der Ramadan sehr, sehr eng verbunden ist mit dieser Eigenschaft. Ramadan lehrt uns und trainiert uns zur Geduld, dass wir geduldig werden, dass wir Geduld lernen. Weil ohne Geduld kannst du keinen Ramadan richtig praktizieren. Ja? Du brauchst diese Geduld. Warum? Weil Geduld gibt es auf drei verschiedenen Etappen oder drei verschiedene Arten und Weise gibt es die Form von Geduld. Einmal, Geduld zu haben in der Ta'a, in den guten Taten, dass du geduldig bist. Das heißt im Beten, damit du fünfmal am Tag betest, jeden Tag betest, pünktlich betest, gut betest, mit Khushu', mit Demut, demütig, gut betest, ja, mit Herz und Seele betest, dein Leben lang betest, dafür brauchst du Geduld. Ein Tag, ein Monat, Tarawih beten, stundenlang beten, easy. Alles, was du wenig machst, kurz machst, trainieren. Du gehst zum Gym und trainierst und haust voll rein oder Fußball oder Boxen oder was auch immer. Ja? Ein Monat ist einfach, auch wenn du hart trainierst. Eine Woche ist einfach. Aber diese Sache zu machen über einen langen Zeitraum von 20, 30, 40 Jahren bis zum Tod, darin liegt die Kunst. Das ist schwer. Und dafür braucht man Geduld. Und dafür braucht man Geduld in jeglicher Hinsicht. Sei es Dunya-Sachen, ja? Sei es Ibadah. Das heißt, Nummer eins, man braucht Geduld in der Ibadah. Dass du fastest, dafür brauchst du Geduld. Weil du verzichtest gerade auf Sachen, die du brauchst. Du brauchst Nahrung. Ja, das ist so wie das Auto, das man tankt, das Handy, was man auflädt. Ja? Denn der Körper braucht dieses Essen, diese Nahrung, diese Vitamine, diese Flüssigkeit. Der Körper braucht das. Du verzichtest darauf. Du sagst, stopp, nein. Jetzt geregelt, so wie Allah es sagt. Normalerweise wir essen und trinken. Sobald du Hunger hast, sobald du Durst hast, ja, manchmal auch ohne, nur wegen dem Appetit, du haust einfach rein, weil es gut aussieht, weil es schmeckt, weil du Appetit hast. Aber du brauchst es. Aber trotzdem sagst du, nein, stopp, ich habe Geduld. Warum? Weil jetzt Allah bestimmt, wann ich esse, wann ich trinke, wann ich Beischlaf habe oder was auch immer. Ja, alles so, und das ist was? Das ist Geduld. Du bist geduldig. Du brauchst es. Du bist vielleicht sehr durstig. Du bist vielleicht sehr hungrig. Ja, du brauchst diese Energie. Du brauchst vielleicht deinen Kaffee, dein Koffein oder was auch immer. Aber du hast Geduld. Das heißt, du brauchst Geduld für diese guten Taten. Das Gebet, das Fasten etc. Und du hast Geduld vor der Sünde. Ja, normalerweise würdest du die eine oder andere Sünde machen. Ja, der eine vielleicht ist, Allahu alam, süchtig. Drogen oder Zigaretten oder was auch immer, oder andere Sünden, die man macht, aber weil es Ramadan ist, er stoppt, er hat Geduld. Er sagt, nein, ich kann das nicht machen. Ja? Ich kann Allah nicht zornig machen, ich kann mein Fasten nicht kaputt machen, etc. Das heißt, du bist geduldig. Du bist geduldig vor den Sünden. Das ist die zweite Form von Geduld. Geduld in guten Taten, dass man gute Taten macht, kontinuierlich, immer macht. Und Geduld vor den Sünden, sich von den Sünden zu enthalten. Nein, ich trinke keinen Alkohol. Nein, ich lästere nicht. Nein, ich mache das nicht. Warum? Weil ich habe Geduld
Das, der Körper will das vielleicht, oder deine Nefs. Wie Allah sagt im Koran, in Surat Yusuf, Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su, illa man rahima rabbi. Deine Nefs, dein Ego, deine Seele, die treibt dich dazu, die möchte, dass du sündigst. Die ruft dich da zur Sünde. Die ist einfach so, von der Fitra her. Ja, man will einfach lästern, man will einfach reden, man will einfach, ja, Haram machen. Aber du musst geduldig sein, du musst dich zurückhalten, ja, und sagen, nein, ich mache das nicht. Und das ist die zweite Form von Geduld. Und die dritte Form von Geduld ist, dass man geduldig ist über das, was passiert an Masaib in der Dunya. Ja, du hast dein Geld verloren, du bist krank geworden, du hast einen Unfall gehabt, dein Geschäft ist kaputt, jemand ist gestorben von deinen Ängsten, von deinen Liebsten, etc. Ja, geduldig zu sein für die Probleme, die passieren in dieser Welt. Und die gehören zu dieser Welt. Deswegen diese ganzen Sachen, liebe Geschwister, die Geduld ist gefragt in jeglicher Hinsicht. In den Anbetungen, vor den Sünden, in den ganzen Problemen und Streit und dies und das. Überall braucht man Geduld. Und Geduld ist eine Eigenschaft, die Allah liebt. Deswegen sagt Allah im Koran, Wallahu ma'as sabirin. Allah ist mit den Geduldigen. Er ist mit ihnen. Dieses mit ihnen sein ist eine nicht normal sein mit ihnen, weil Allah ist allgemein mit den Gläubigen. Aber mit den Geduldigen, er ist mit ihnen auf eine bestimmte Art und Weise. Also eng mit ihnen. Ja? Wallahu ma'a. Diese Ma'iyya ist eine Ma'iyya khassa. Er ist mit ihnen, aber nicht so wie er ist allgemein mit allen Gläubigen, ist Allah Azza wa Jalla. Allah liebt allgemein alle Gläubigen. Aber Wallahu yuhibbu sabirin. Allah liebt die Geduldigen. Die Geduldigen, die liebt er speziell. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, und Ramadan ist As-Sawmu Junnah, das Fasten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Fasten ist ein Schutz. Fasten ist ein Schutz. Schutz vor Jahannam, Schutz vor schlechten Sachen etc. Und deswegen lehrt uns dieses Fasten, dieser Monat Ramadan, er lernt uns und lehrt uns, ja, dass wir geduldig sind, dass wir Geduld üben. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer von euch fastet, fala yarfuth, also der soll nicht beleidigen, er soll keine Sünden machen. Ja, وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ja, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ So, auch كما قال عليه الصلاة والسلام. Ja, wenn nicht jemand angreift, wenn nicht jemand beleidigt, etc. Ja, oder schlagen will, was sollst du machen? Sollst du schlagen? Sollst du beleidigen? Sollst du dich wehren? Nein, du sollst einfach sagen, entweder in dir sagen, also drin sagen, ich faste. Oder du sagst es demjenigen, ich bin am Fasten. Ja, ich kann nicht diesen Schritt gehen und diese Art und Weise von Jahl, von Leuten, die unwissend sind, Leuten, die keine Verbindung zu Allah haben, einfach schlagen, einfach beleidigen. Nein, ich bin am Fasten. Ich bin ein Fastener und ein Fastener hat bestimmte Eigenschaften. Ja? Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das heißt was? Das ist Geduld, der beleidigt dich vielleicht gerade. Ja, normalerweise, du willst dich wehren oder der will dich angreifen. Natürlich, wenn es am Ende des Tages, wenn dich wirklich jemand angreift, auch wenn du am Fasten bist, du sollst dich ja nicht einfach kaputt schlagen lassen oder töten lassen und du guckst zu. Ja, am Ende des Tages musst du dich schon wehren, ja, dein Leben retten. Ist ja nicht so, dass man. Aber im Allgemeinen, so wie es halt oft passiert oder mal passiert im Leben, dass sich vielleicht einer dumm anmacht oder anfängt zu diskutieren oder der fängt einen Streit an, dass du dem aus dem Weg gehst. Nicht, weil du schwach bist, vielleicht bist du stärker als er. Ja, du kannst ihn vielleicht weghauen, aber für Allah subhanahu wa ta'ala bist du geduldig. Warum? Weil du bist gerade am Beten. Aber nicht das Gebet, dieses Gebet, was wir beten, sondern du bist gerade am Beten. Du bist Allah am Anbeten mit dem Fasten. Du bist gerade in einer Anbetung drin. Den ganzen Tag bist du in der Anbetung drin. Den ganzen Tag bist du Allah am Dienen. Du bist die ganze Zeit, so wie du, wenn du im Gebet drin stehst. Ja? Das heißt, du bist gerade in der Anbetung drin. Deswegen kannst du nicht diesen Zustand haben wie der Typ, der gerade durchdreht, der nicht Allah gerade dient, der keinen Glauben hat, der keinen Charakter hat. Du bist aber Muslim, du bist anders. Ja? Und deswegen haben die Sahabe gesagt, lass dein Tag, wo du fastest, nicht so sein wie der Tag, wo du nicht fastest. Dein Zustand muss anders sein. Weil da bist du gerade am Dienen. Da bist du gerade in der Barmherzigkeit von Allah. Lass diesen Tag nicht so sein wie ein anderer Tag, wo du nicht fastest. Ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fasten, es gibt nichts wie das Fasten. Ja? Es gibt keine andere Sache, die so ist wie das Fasten. Subhanallah. Und mit den anderen Anbetungen
Deswegen geht dieser bekannte Hadith, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, alle Taten von Sohn Adams sind für ihn selber, außer das Fasten. Weil das Fasten hat Ikhlas, das Fasten ist was Spezielles. Ja? Weil wenn du betest, du betest, wenn du spendest, du spendest, oder was auch immer, ja? Aber wenn du fastest nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil wenn du, für die Leute, du machst das nicht für die Leute. Ja? Du machst das nicht für die Leute. Wenn du es für die Leute machst, ja, dann kannst du ja nach Hause gehen oder kurz, ja, McDonald's auf die Toilette gehen und dir einen Fischmeck reinhauen. Keiner sieht das. Nur Allah sieht das. Deswegen das Fasten ist speziell für Allah, weil du hast Aufrichtigkeit. Du machst das nur für ihn. Ja, du gehst nicht rumprollen, ey, ich bin am Fasten. Ja, jeder fastet. Ja? Du fastest für Allah subhanahu wa ta'ala. Weißt du, du konntest dich verstecken, könntest was trinken, keiner hat es gesehen. Ja? Wenn du nicht aufrichtig wärst, wenn du kein Ikhlas hättest, du könntest, Leute kannst du flachsen. Aber Allah sieht dich. Deswegen ist in dieser Anbetung, diese Anbetung ist speziell. Das Fasten, der Monat Ramadan hat alles, beinhaltet alles. Beinhaltet Beten und Koran und Dhikr und Spenden und Geduld und Dankbarkeit. Alles ist in diesem Monat mit drin. Deswegen, liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle zu den Geduldigen gehören lassen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Geduldigen und Allah ist mit den Geduldigen. Und Allah hat für die Geduldigen vorbereitet an Lohn, was er niemand anderen gibt. Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah sagt im Koran in Surat Az-Zumar, Allah hat vorbereitet für die Geduldigen das, den Lohn, der keine Waage, der keine Zahl kennt. Ein Lohn, den gibt es nicht, den kann man nicht abmessen. Da kann man nicht sagen, eine Milliarde, eine Million oder so und so viel Kilo oder Tonnen von Gold. Das ist einfach unbeschreiblich. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Subhanallah. Das ist der Lohn für die Geduldigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle zu denen gehören lassen und uns diese Eigenschaft weiter antrainieren lassen, dass wir geduldiger werden, inshallah, in unserem Leben im Allgemeinen. Und die beste Schule ist die Schule von Ramadan. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem anderen Vers auch in sehr, sehr vielen Versen spricht Allah also über die Geduldigen, auch in Suratul Asr, wie ihr kennt, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqq, ja, oder in Suratul Baqara, wasta'inu bis sabri wa salah, und sucht Hilfe bei, wo drin, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr dies, sucht Hilfe im Gebet und in der Geduld. Übt Geduld, übe Geduld, ja, das hilft dir in deinem Leben, in diesem Leben und ganz besonders, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala triffst. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته